Hallo und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir schauen in die letzte Runde des Grand Swiss und ich habe ja zwischendurch schon öfter mal erwähnt, ich möchte gern jeden Deutschen einmal zeigen. Deshalb gibt es heute bei mir keine Vincent Keimer Partie. Ich bin mir sicher, dass wirklich alle anderen deutschen Schachkanäle seine Partie zeigen. Und ja, schon mal kleiner Spoiler, er hat es nicht geschafft, sich fürs Kandidatenturnier zu qualifizieren. Aber ja. Wir schauen jetzt eine Partie von Dennis Wagner an, den haben wir nämlich noch gar nicht gesehen und ich muss sagen, ich war zu Beginn des Turniers sehr überrascht, dass er überhaupt spielte, weil ich habe ihn vor circa einem Monat im Trainingslager gesehen, da war das, soweit ich das mitbekommen habe, noch nicht der Plan und er tauchte auch erst ganz wenige Tage vor dem Turnier in der Teilnehmerliste auf, also er muss ja ganz kurzfristig nachgerückt sein und insgesamt lief es nicht so gut, aber in der letzten Runde spielte er gegen den jungen Engländer Shreyas Royal. Und schauen wir mal, wie es da lief. Er spielte mit Schwarz. D4, Springer F6, C4, G6. Also ich vermute mal, er wollte hier Grünfeld spielen. Okay, Springer F3, Läufer G7. Und E3, ja, eine Variante, die vor einigen Jahren etwas in Mode kam. Weiß wartet mit Springer C3, sodass Grünfeldspieler im Prinzip Probleme bekommen. Rochade, Läufer E2. Und jetzt bleiben einem irgendwie die, also man hat nicht mehr so viele Abwartezüge. Man würde gern D5 spielen, aber D5 will man eigentlich erst nach Springer C3 spielen. Und der Punkt ist hier in dieser Stellung, das Weiß E4 spielt. Tatsächlich bin ich mir ziemlich sicher, dass ich genau diese Stellung mal gegen Rina Dschumabayev hatte. Und zwar auf der Isle of Man 2018, denke ich, habe ich dort gespielt, als das noch ein Open war. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich mit Schwarz genau die Stellung hatte. Lief nicht so gut. Ja. Dennis spielt D6, E3 ist natürlich ein recht langsamer Zug, deswegen ist hier Königsindisch eine sehr sinnvolle Eröffnung. Huch, nicht Läufer D3, Springer C3 jetzt. Jetzt braucht man keine Angst mehr vor D5 haben und Läufer F5. Das verhindert erstmal E4 und entwickelt den Läufer. Springer D2 und A5. Das gab es so auch schon. E4, Läufer D7. Hier spielten auch beide noch mehr oder weniger schnell. Hier folgte Springer F1. Das war ein neuer Zug oder vielleicht gab es den schon einmal, auf jeden Fall noch nicht häufig gesehen und Dennis begann hier auch lange nachzudenken und spielte A4. Ja, er gewinnt Raum am Damenflügel, das ergibt sehr viel Sinn, im Zentrum hat er ja keinen Platz, deshalb sollte er wenigstens irgendwo an irgendeinem Flügel ein bisschen den Platz räumen. Und es folgte A3, also Weiß möchte A3 nicht zulassen und E5. D5, Springer A6 und plötzlich haben wir eine sehr königsindische Stellung. Der A4 hängt hier nicht so richtig, weil Weiß lieber natürlich den E4 behalten möchte, als den A4 zu gewinnen. Deshalb Läufer E3 und H5. Hier kommt ein sehr interessanter Plan von Schwarz. In diesen Königsindestellungen ist es ganz wichtig zu verstehen, dass meistens der schwarzfeldrige Läufer schlecht ist. Und das heißt meistens immer mit dem Bauern auf E5. Und deshalb ist es ein typischer Plan, den abzutauschen. Und Dennis bereitet jetzt Springer H7 und Läufer F6, Läufer G5 vor. H3, okay, er spielt erstmal Springer C5. Jetzt hängt der E4, Springer D2 und jetzt Springer H7. Dame C2. Ja, und hier hat der Läufer F6 gespielt und so richtig hat mir der Plan hier nicht gefallen, weil ich das Gefühl hatte, so richtig weiter bringt das Schwarz nicht. Deswegen habe ich geschaut, vielleicht ist ja F5 eine Möglichkeit, das ist ja auch sehr typisch in Königsindisch. Aber ich glaube, hier nach langer Rochade ist auch nicht ganz klar, wie Schwarz weiterkommt und für Weiß ist es womöglich sehr einfach, den Königsflügel zu öffnen. Und sowas wie F4 sieht auch nicht toll aus, denn ja, zum Beispiel König B1 und dann später kann Weiß versuchen mit G3 zu spielen. Das sieht irgendwie ja unsicher aus. Dennis setzte seinen Plan fort, da spricht ja auch erstmal nichts dagegen. Lange Rochade und Läufer G5. Hier schlug Weiß auf C5. Vielleicht schauen wir noch kurz, was passiert, wenn man auf G5 schlägt. Der Punkt ist, Weiß möchte eigentlich, dass Schwarz diesen schlechten Läufer auf dem Brett behält. Und hier nach Dame G5, H4... hat Schwarz zwei Möglichkeiten. Man kann auf G2 nehmen, aber nach Turm DF1 muss man Läufer G4 finden. Und okay, das ist keine ganz einfache Stellung. Die Dame wird hier nicht gefangen, weil sie über die schwarzen Felder abhauen kann. Aber dennoch ja, ist das vielleicht nicht ganz einfach mit dem König auf G8. Die Alternative ist Dame F4 und nach F3, huch, jetzt F5. Und Gegenspiel im Zentrum. Schwarz hat gute Kontrolle über die schwarzen Felder und das sieht schon ganz gut aus. Deshalb ergibt es Sinn, auf C5 zu schlagen und König B1. Weiß entfesselt diesen Springer, das heißt, Schwarz wird nun genau diese eine Möglichkeit haben, auf D2 zu schlagen. Dennis hat sich dagegen entschieden. Schauen wir mal kurz. Ich dachte vielleicht schlagen und Dame G5, Damentausch anbieten.
Aber nach Dame E1 und ja, zum Beispiel H4 kann G3 kommen. Wenn nicht H4 kommt, dann hat Weiß natürlich auch Ideen, den Königsflügel zu öffnen mit H4 selbst und G4. Und ja, das sieht auch gefährlich aus für Schwarz. Deshalb ergibt Dame F6 durchaus Sinn. Schwarz versucht hier, die schwarzen Felder zu kontrollieren. Springer F3 und Läufer H6. Ja, hier spielte Weiß D6. Der ist wahrscheinlich ein bisschen übermotiviert. Vielleicht könnte man H4 spielen und dann irgendwie G3 mit der Idee, den Springer nach D3 zu bringen und dann F4 vorzubereiten und dann zu versuchen, gegen den schwarzen König zu spielen. Das ist langsam, aber wo ist das schwarze Gegenspiel? Es ist nicht so leicht ersichtlich. Nach D6, C schlägt D6, Springer B5. Könnt ihr ja mal überlegen, wie ihr hier weiterspielen würdet. Mich hat Dennis' Zug sehr überrascht, muss ich sagen. Also ja, haltet gerne das Video an, wenn ihr nachdenken wollt. Schwarz kann hier Turm A6 spielen. Das behält erstmal den Bauern auf D6. Und ja, das ist nicht der tollste Bauer, man hätte den vielleicht lieber auf D4. Aber es ist ein Bauer. Und also, der ist nicht schlecht. Ich dachte, okay, Weiß versucht vielleicht den Bauern zu nehmen. Aber man kann jetzt Dame E7 spielen und nach Turm D1 Läufer C6. Und jetzt ist so ein bisschen das Problem für Weiß, dass der E4 auch immer sehr schwach ist. Also zum Beispiel Turm schlägt D6 geht hier gar nicht wegen Läufer schlägt B5. Und auch ansonsten muss Weiß einfach darauf aufpassen, dass nicht irgendwas auf E4 reinkracht. Also nach Springer D6 kann sich zum Beispiel der Springer nicht mehr bewegen. Und ja, also ich konnte nicht herausfinden, warum Dennis nicht Turm A6 gespielt hat. Vielleicht dachte er, dass die Stellung nach Dame E7 einfach auch okay ist. Ja, Springer B5 und hier spielte er Springer G5. Aber da Weiß die offene Linie hat, scheint mir das eigentlich nicht der richtige Weg zu sein. Schlägt, schlägt und G3. Hier spielte er H4 und nach Springer C7 folgt ein weiterer interessanter Moment. Auch hier hat mich Dennis Zug überrascht, aber hier hat er die Stellung vielleicht einfach besser verstanden als ich. Ich hätte hier einfach Turm B8 gespielt wahrscheinlich. Schwarz kann vielleicht mal B5 vorbereiten, aber insbesondere will ich einfach ja, die Qualität nicht abgeben. Dennis entschied sich aber für ein Qualitätsopfer. H schlägt G3. Springer schlägt A8, Turm schlägt A8 und Turm HG1. Und das sieht irgendwie gefährlich aus. Ich meine, Schwarz hat eine Qualität abgegeben und der schwarze König, also die Linien vor dem König öffnen sich. Es folgte Dame F4, F schlägt G3 und Dame schlägt E4. Ja, Dennis setzt hier im Prinzip auf sein Läuferpaar, also in dem Endspiel steht er wahrscheinlich wirklich nicht schlechter, weil die beiden schwarzen Läufer so gut sind. Aber Schreyers versteht das und spielt Läufer D3. Dame E3 und Turm E1. Und hier auch wieder eine Frage für euch, wie sollte Schwarz weiterspielen? Was sollte man mit der Dame machen? Sollte man G3 schlagen oder sollte man doch lieber was anderes spielen? Ich denke, man hat hier recht wenig Kandidaten. Mir gefällt Dame F3 ganz gut. Eine Idee ist zum Beispiel, also nach Läufer E4 kann Weiß in dieses Endspiel abtauschen. Das sieht nicht so gut aus für Schwarz, das muss ich zugeben. Aber wir sehen gleich, warum mir Dame G3 nicht gefällt. Dame G3 nimmt zwar einen Bauern weg, hat aber den Nachteil, dass es natürlich die G-Linie öffnet, was den weißen Angriff wahrscheinlich verstärkt. Hier folgte Turm G1, Dame H4 und Läufer schlägt G6. Und da, hier dachte ich, okay, Dennis verliert, was zeige ich denn jetzt heute für eine Partie? Nach F schlägt G6 ist es auch sehr einfach, also König H8, hier muss man nur noch Turm G4 finden. Die Dame muss jetzt ziehen, sie muss aber auch den Läufer auf H6 decken, deswegen bleibt im Prinzip nur Dame schlägt H3 und hier ist Dame F6, Dame E7 sehr stark und jetzt Turm D8, schlägt, schlägt und das ist Schachmatt. Deshalb spielte Dennis König H8. Auch, also praktisch sehr, sehr gute Wahl und das sieht man auch immer wieder bei sehr starken Spielern. Die verteidigen sich gut. Die passen auf, dass man einfach nicht direkt forciert gewinnen kann. Ich meine, ja, vielleicht ist das hier forciert, aber man muss schon ordentliche Rechenarbeit leisten. Und hier hatten beide natürlich auch nicht mehr so viel Zeit. Es folgte erstmal Läufer F5, Turm G8, Dame E2 und E4. Ja, und hier verpasste Schreyers die beste Möglichkeit. Tatsächlich ist es wichtig, hier zu verstehen, wo will die weiße Dame hin. Und die würde gerne auf die 8. Reihe. Deshalb sollte man hier Dame H2 spielen. Also die Idee ist einfach auf G8 zu nehmen und Dame B8 Schach zu spielen. Deshalb dachte ich, wahrscheinlich soll Schwarz Läufer F4 spielen, aber jetzt nimmt man und Dame G2. Und nach König H8 kann man auf E4 nehmen, weil der Läufer auf F4 im Weg von der Dame steht und ja, deshalb ist der E4 nicht mehr gedeckt.
Und ja, mit gleichem Material sollte diese Stellung leicht gewonnen sein. Freier schlug direkt auf G8. Der ist auch noch kein grober Fehler. Nach König schlägt Turm G1, König F8. Ist es ihm aber nicht gelungen, den besten Weg zu finden. Auch hier ist wieder die Frage, wo wollen die weißen Figuren hin? Und hier ist es am besten, als erstes mal Turm G4 zu spielen. Also der H3 ist tabu, weil nach Turm G8 schlägt der Läufer die Dame und vorbei. Deshalb muss die Dame irgendwie zurück. Und jetzt, die Idee haben wir vorhin schon mal gesehen, Dame H2. Die weiße Dame möchte nach B8. Okay, Schwarz verhindert das. Und hier habe ich ein bisschen geschaut und hier ist es nicht einfach. Hier hat Weiß tatsächlich nur einen einzigen Zug und wir sind hier bei Zug 40. Das ist grundsätzlich ein schlechtes Zeichen, vor allem wenn der einzige Zug so ein Zug ist. Weiß muss hier König A2 spielen. Okay, die Idee ist so ein bisschen, man geht aus vielen Schachs raus. Und Schwarz muss was ziehen. Zum Beispiel E3 funktioniert nicht wegen Dame G3. Turm G8 ist sehr, sehr unangenehm. Also vielleicht Dame D4. Aber hier ist Dame C2 stark. Ja, Schwarz hat wieder das Problem, was will man ziehen, wenn man auf die 8. Reihe geht, ist wieder Dame G2 ein Problem. Der E4 hängt hier und Schwarz hat keine Schachs. Und dann habe ich gedacht, okay, aber warum König A2, also vielleicht Dame C2 oder so, ja, greift ja auch den E4 an. Aber hier ist E3 jetzt plötzlich stark. Und hier kann man die weiße Dame nicht so leicht aktivieren, weil Dame D1, Dame B3 schnell Dauerschach ist. Ja, völlig verrückte Variante und verständlich, dass Weiß hier Dame E1 gespielt hat und es in dem Endspiel versucht. Bis man so viel versucht, hat er nicht nach Läufer D2. Hat er mit dem Turm auf E4 genommen und dieses ungleichfarbige Läufer-Endspiel gespielt. Weiß gewinnt hier den A4-Bauern, aber ehrlich gesagt hätte er sich hier auch wahrscheinlich ein paar Züge sparen können. Ja, F5, König C2, Läufer F4, Läufer D7 und ja, Weiß hat nicht wirklich was probiert. Sie haben noch ein bisschen hin und her gezogen. Der König wird kommen und den F-Bauern blockieren, aber der H-Bauer ist auch gut blockiert und hier passiert Schwarz absolut gar nichts. Läufer C8, Läufer E7, König F3, Läufer H4 und jetzt hatte Schreyers kein Interesse mehr, das weiter zu probieren. Ja, ein etwas glückliches Ende für Dennis Wagner. Er wird sicher nicht allzu zufrieden sein mit dem Turnier. Er hat 4,5 Punkte gemacht, auch ja, ganz ordentlich Elo verloren. Aber das haben leider die meisten Deutschen, obwohl der Tag heute auf jeden Fall nochmal besser lief. Also ich habe ja schon gesagt, Vincent konnte sich leider nicht fürs Kandidatenturnier qualifizieren, aber seine Chancen waren jetzt vor der Runde auch sehr, sehr niedrig. Es musste alles laufen für ihn und er musste auch noch mit Schwarz gegen Caruana gewinnen. Es scheiterte schon daran, aber er spielte mit Schwarz ein sehr solides Remis gegen Caruana, was man auch erstmal machen muss. Dann hatten wir auch ein paar Siege, also Matthias Blühbaum hat gewonnen und Niklas Huschenbeet hat gewonnen. Und die übrigen Männer haben Remis gespielt, also Rasmus Remis, Alex Donschenko Remis und Frederik Svane auch Remis. Ja, ich glaube, wahrscheinlich außer Frederik und Niklas sind alle recht unzufrieden mit ihrem Turnier. Sie kamen nicht so richtig ins Rollen und es lief nicht gut. Dimitri ist ja sogar ausgestiegen, also ich vermute mal wegen Krankheit, aber ich habe da auch keine genaueren Infos. Aber so wie ich Dimitri kenne, normalerweise, ja, also er würde jetzt nicht einfach aussteigen, weil es nicht läuft, würde ich denken. Ja, und bei den Frauen gab es heute zwei recht schnelle Remis von Dinara und Elisabeth. Auch die beide werden wahrscheinlich nicht allzu zufrieden sein. Dinara hat immerhin 6 aus 11 gemacht, also plus 1. Aber sie hat die deutlich schlechteste Feinwertung von allen mit 6 Punkten und ist damit auf Platz 24 gelandet. Sie waren 11 gesetzt, also ja, wahrscheinlich ist sie nicht so glücklich. Insbesondere war sie natürlich sehr solide in dem Turnier, aber einfach wenig Partien gewonnen. Dafür natürlich wenig verloren und Elisabeth wird mit Sicherheit sehr unzufrieden sein. Nur 50% geholt, 5,5 aus 11. Vor 2 Jahren hat sie ja hier eine GM-Norm gemacht und richtig abgeräumt. Dieses Jahr lief es leider gar nicht und auch ordentlich Elo eingebüßt. An 8 gesetzt zur 29. geworden. Ja, die wird auch nicht zufrieden sein. Ich hoffe, dass die Deutschen sich jetzt gut erholen, weil ein Großteil von den Spielern und Spielerinnen sind natürlich auch in einer Woche bei der Team-Europameisterschaft wieder am Start. Während des Turniers, wenn euch das interessiert, kann ich euch empfehlen, mal auf dem YouTube-Kanal vom Schachbund reinzuschauen. Da wird es immer aktuelle Interviews geben.
Ich werde während des Turniers keine aktuellen Partien zeigen, weil ich denke, ich bin es meiner Mannschaft schuldig, mich voll auf das Turnier zu konzentrieren. Aber nach dem Turnier werde ich auf jeden Fall wieder berichten. Und ja, je nachdem, wie meine Energiereserven aussehen, vielleicht auch mal am freien Tag. Das schaue ich dann noch. Da gucke ich einfach, wie ich mich fühle. Und genau. Ja, ich hoffe, euch hat die Berichterstattung von dem Turnier hier etwas gefallen. Ich weiß, wir haben uns nur auf die Deutschen konzentriert, aber ihr wisst, das ist so ein bisschen das Thema auf meinem Kanal. Und ich habe mir überlegt, dass die nächsten Tage auch noch Videos zu den Spielern und Spielerinnen kommen werden, die sich fürs Kandidatenturnier qualifiziert haben. Denn irgendwie ging es hier ja darum, und auch wenn das keine Deutschen waren, verdienen die es ein bisschen ja, Aufmerksamkeit dafür zu bekommen, dass sie so toll gespielt haben. Also, ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Video wieder ein. Und ja, dann sehen wir uns bald wieder. Tschüss!